Ein Rocket Stove ist so ein unglaublich geniales Multitalent, ein Raketenofen. Und heute bauen wir für diesen Raketenofen eine Pizzahaube. Und damit backen wir uns eine eigene Pizza und die schmeckt unglaublich lecker. Das kann ich euch wirklich versprechen. Das Schöne daran ist, den Rocket Stove können wir auf der Terrasse einsetzen. Den Rocket Stove können wir mit in Urlaub nehmen, mit an irgendeinen See nehmen. Der ist klein, ist mobil, ist handlich und wir können uns überall damit Essen kochen, wir können uns überall damit in Zukunft auch eine Pizza backen. Das ist ein ganz einfaches Konzept. Ich habe da so ein bisschen rumexperimentiert, bis ich dann zu dieser Haube gekommen bin und das funktioniert super. Genauso super, wie das mit dem Grillen funktioniert und genauso gut, wie das Kochen im Allgemeinen mit so einem einfachen Rocket Stove funktioniert. Ich bin da ein riesen Fan von und das Pizza backen, das kann ich euch versprechen, das wird auch euch begeistern. Die absolute Grundlage für unseren Pizzaofen bildet jetzt natürlich dieser kleine, schöne Rocket Stove aus 80x80 Vierkantrohr. Den habe ich mal in einem Video gebaut. Das werde ich natürlich alles am Ende verlinken. Darauf kommt meine Haube, um die Wärme wirklich richtig schön zu verteilen. Das heißt, wir wollen die Wärme nicht nur zentrisch haben, wir wollen die verteilen. Und genau, was packen wir da drauf? Einen Pizzastein. So haben wir schon mal ein wirklich einfaches, gutes Grundkonzept. Jetzt liegt der Teufel so ein bisschen im Detail. Wenn ich diesen Rocket Stove anmache, dann kommt die Flamme genau mittig. Was passiert? Meine Pizza backt in der Mitte an, wird in der Mitte schwarz. Außenrum verteilt sich die Wärme nicht so gut. Darum brauche ich eine Möglichkeit, um die Wärme wirklich besser zu verteilen. Dafür konstruiere ich mir ein ganz einfaches Prallblech. Das heißt, ich habe hier zwei 20x20 Winkelstähle, die habe ich auf 45 Grad abgeschrägt und die kann ich hier jetzt einfach reinsetzen. In der Mitte kommt ein kleines Blech, das wird ein bisschen verschweißt, ein bisschen verheftet und schon habe ich ein schönes Prallblech. Wenn jetzt meine Flamme hochschießt, dann habe ich nicht mehr das Problem, dass nur wirklich die Mitte warm wird, sondern das Ganze schießt gegen das Prallblech und verteilt sich dann deutlich besser unter meinem Pizzastein. Auf der anderen Seite kann ich das Ganze natürlich jederzeit verschieben, wieder rausnehmen, so wie ich es brauche. Das wäre dann schon Herausforderung Nummer 1 auf dem Weg zu einer richtig, richtig leckeren Pizza. Herausforderung Nummer 2 ist natürlich jetzt, kommt die Wärme unten drunter, aber von oben muss natürlich auch die Wärme irgendwie gehalten werden. Einfach irgendeine Glocke bringt natürlich nichts, da müssen wir uns auch was Spezielles in der Werkstatt konstruieren. Wir konstruieren uns eine ganz einfache Haube. Ich habe hier Blechstreifen, 170 mm. Einfach mal geguckt, was die Restekiste so hergibt. Und jetzt schneide ich mir vier Elemente zu. Das heißt, ich habe eine Haube, die leicht über die andere Haube rüber guckt. Muss man einfach messen, was man da damals für Maße genommen hat. Bei mir ist das 340x340. Das heißt, ich habe 360 unten und habe 80 mm oben. So schneide ich mir einfach vier Elemente zu. Ich hefte die vier Elemente. Ich verschweiße die vier Elemente. Und so habe ich dann eine schöne Haube, die ich auf meine andere Haube draufsetzen kann. Und so sammelt sich die Wärme, beziehungsweise so kann die Wärme wirklich deutlich langsamer entweichen. Die Haube an sich habe ich mit Wick geheftet und habe die hinterher auch mit Wick verschweißt. Das Ganze ginge natürlich auch mit Mack. Ich habe hier nur 1,5 mm Blech verwendet. Dadurch ist die Haube sehr leicht, aber die ist natürlich auch sehr weich. Also wenn ich sie nochmal fertigen würde, dann würde ich sie aus 2 oder sogar vielleicht aus 3 mm fertigen, damit sie ein bisschen mehr Stabilität hat. Das ist jetzt, wie gesagt, so ein kleiner Prototyp, paar kleine Versuche mit verschiedenen Hauben ausprobiert. Und das war dann so mein Konzept. Wie gesagt, Mackschweißen ginge auch. Ich würde 2 oder 3 mm empfehlen. Das lässt sich dann auch ein bisschen einfacher schweißen und verarbeiten. Ich habe hinterher die Nähte nicht komplett eingeebnet, sondern habe die nur mit der Lamelle so ein bisschen abgerundet. Das sieht dann nach dem Lackieren auch immer so ein bisschen optisch schöner aus. Wenn man die komplett wegschleift, ist natürlich auch immer so die Gefahr, dass man da der Naht so ein bisschen die Stabilität nimmt, weil man schnell natürlich auch so eine Kante zu stark einebnet. Das Problem bei so einem Rocket Stove, der lebt natürlich, dass die Wärme auch richtig durchzieht. Das ist wichtig. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich gucken, dass die Wärme auch da bleibt, damit meine Pizza schön braun wird. Ich habe das Ganze so versucht, ohne dass ich da noch irgendwas reingesetzt habe. Das hat mittelmäßig funktioniert. Darum habe ich oben noch ein Prallblech eingesetzt.
Das ist auch ein ganz einfaches Blech, ein bisschen die Ecken abgeschnitten und so habe ich einen deutlich besseren Effekt. Die Wärme sammelt sich noch besser oben. Gleichzeitig bleibt das Konzept des Rocket Stove aber auch bestehen, dass die Luft da wirklich richtig gut zirkulieren kann. So habe ich eine ganz einfache Haube. Kommen noch zwei Griffe dran. Ich habe aus dem alten Besenstiel mir noch ein Holzstück rausgesägt, von wegen, dass ich da auch einen Griff habe, wo ich immer vernünftig anfassen kann, der nicht so warm wird. Und so habe ich eine ganz einfache Haube. Das Ganze lackieren wir und schon ist unsere Pizzahaube fertig. Und schon haben wir eine richtig schöne Pizzahaube für unseren Rocket Stove. Und dann können wir loslegen, können den Rocket Stove einheizen. Ich nehme Buchenholz, richtig schönes, trockenes Buchenholz. Das gibt natürlich den absolut genialsten Geschmack. Ich nehme so einen Anzünder ganz normal, lasse den Rocket Stove ungefähr 10 Minuten durchziehen. Und dann können wir unseren Pizzastein auflegen. Den lasse ich weitere 5 Minuten ungefähr durchhitzen. Dann hat er wirklich schon eine richtig, richtig gute Temperatur. Und dann können wir die Pizza auflegen. Ich habe hier für diesen kleinen Versuch eine ganz einfache Pizza Margherita aus dem TK. Schmeckt aber auch wirklich lecker. Und ich habe natürlich mehrere Versuche gemacht. Ich hatte erst unten drunter kein Prallblech, dann habe ich in der Haube kein Prallblech gehabt, habe immer so ein bisschen rumexperimentiert. Ich hatte auch noch eine zweite Haube gebaut, die habe ich oben deutlich dichter zugemacht. Da ist dann die Zirkulation von dem Rocket Stove so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Das heißt, das Feuer unten ist ausgegangen. Also es ist schon so ein bisschen rumprobieren, ein bisschen rumtricksen. Ich finde, das Ganze sieht unglaublich gut aus, stylisch, funktioniert wirklich sehr gut. Die Pizza ist unglaublich lecker. Und der Riesenvorteil an so einem Rocket Stove ist natürlich, den kann man überall mit hinnehmen, den kann man überall anmachen. Man kann den zu Hause auf der Terrasse haben, so wie ich hier. Man kann aber auch irgendwo mit in den Wald nehmen. Also es ist so ein unglaubliches, praktisches Multitalent. Ich bin ja so ein Riesenfan von diesen Dingern. Und mit so einer Pizzahaube funktioniert das natürlich auch wieder absolut genial mit einer Pizza. Also es ist wirklich sehr lecker, sollte man unbedingt mal ausprobieren. Wie gesagt, ich habe alle Maße, ich habe alles so ungefähr erklärt, wie ich das Ganze gebaut habe. Die Pizza sieht schon richtig gut aus. Wer sich dafür interessiert, kann das in dem Video alles nachgucken. Vielleicht gibt es ja früher oder später auch mal der ein oder andere, der dann da vielleicht in irgendeiner Form sowas auch anbietet als Bausatz oder halt auch wirklich fertig gefertigt, weiß ich nicht. Ich habe da leider keine Zeit zu. Wer einen ganz einfachen Bausatz für einen Rocket Stove haben will, der kann bei Krempi Metallbau angucken. Da gibt es einen Rocket Stove als Bausatz, das funktioniert wirklich auch sehr gut. Und da wird sicherlich auch eine Modifikation in naher Zukunft geben, wie man sich damit auch mal ganz einfach eine Pizza backen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Schweißen, viel Spaß beim Nachbauen und beim Nachbacken. Bis dann, euer Manni.